Ich finde toll am Übersetzen, dass da immer so ein dialogisches Moment drin ist. Und zwar ist ein Dialog mit einem Werk, einem Autor, auch mit einem Lektorat und einer ganz fremden Welt. Und in unserem Fall hier ja auch zwischen zwei Übersetzerinnen, weil wir das Buch zusammen übersetzt haben. Genau, denn zu zweit kommt man auf Dinge, auf die man alleine einfach nicht gekommen wäre. Was natürlich hier besonders eine wichtige Rolle gespielt hat bei der Ausarbeitung der Sprache des Protagonisten. Der changiert ja die ganze Zeit zwischen so einer Rotzigkeit und einer sehr gefühlsbetonten Eindringlichkeit. Und dazu zweit zu sein, um diese Sprache herauszuarbeiten, das hat schon sehr geholfen. Genau, wie das Literatur aus Quebec nämlich sehr oft tut, die wir manchmal von der Thematik her und der Emotionalität her auch ein bisschen kitschig finden könnten, die es aber immer wieder schafft, das aufzufangen durch was trotzig Lakonisches im Erzählstil. Ja, und hier in unserem Buch ist also der Protagonist Mathieu, lebt auf der Straße zusammen mit seiner Pitbull-Hündin Sam. Und eines Tages geht Sam verloren und Mathieu irrt also auf der Suche nach seinem Hund durch das winterliche Montreal und erzählt dabei in Rückblenden von seinem Leben und vor allem auch von dem Verlust seiner geliebten Tochter Lila. Jetzt hören wir einen kurzen Auszug aus dem Buch, aus der Zeit, wo Mathieu noch glücklich vereint mit seinem Hund ist. Zeit zum Nachdenken habe ich jetzt keine mehr, zum Glück. Dabei pennen wir nicht mal jeden Tag auf der Straße. Es gibt besetzte Häuser, es gibt Wohnungen von Bekannten, von Bekannten, von Bekannten. Es gibt den 24-Stunden-Waschsalon in der Rue d'Endurant, Ecke 3e. Es gibt die Liche links neben der Kirche Saint-Esprit. Wenn man es genau nimmt, ist das eigentlich auch auf der Straße, auch wenn ein Dach drüber ist. Klar ist es bequemer, die Nacht bei jemandem zu Hause zu verbringen, aber es ist eben nie für lange. Allerdings wollen Sam und ich es eigentlich sowieso nicht so gemütlich haben, vor allem ich nicht. Sam vermisst das Sofa und das regelmäßige Fressen wahrscheinlich schon. An guten Tagen fühle ich mich wie ein Abenteurer. Logisch, wenn man schon fürs Scheißen einen Masterplan braucht. Aber gute Tage gibt's nicht viele. Oft schaffe ich es nicht, mir in die Tasche zu lügen. Ich weiß genau, nur der Kampf ums Überleben draußen auf der Straße sorgt dafür, dass ich auch in mir drinnen überlebe. Es wird allmählich dunkel. Vor dem Quai numéro 4 stehen Raucher und unterhalten sich. In solchen Momenten würde ich gern noch trinken, um über jeden Scheiß lachen zu können und mich zu fühlen, als schwebte ich und alles wäre total easy. Zeit, einen Schlafplatz zu suchen. Ich habe vielleicht einen Plan. Wenn das nicht klappt, schlagen wir unser Lager hinter einem Busch im Parc du Pélican auf. Ich fange an, meine Klamotten einzusammeln, aber Sam starrt mit leerem Blick vor sich hin. Denkst du eigentlich manchmal noch an sie? Was geht so einem Hund durch den Kopf? Kann ein Hund Sehnsucht nach der Vergangenheit haben? Denkt ein Hund darüber nach, was er falsch gemacht hat? Wünscht er sich, er könnte die Zeit zurückdrehen? Andererseits, so ein Hund kommt nie vom Weg ab.